Meine Frau Judith hat das in Auftrag gegeben, diese kleine Automation. Sehr nützlich kann das sein, wenn du einen YouTube-Kanal hast, dann wird diese Automation für dich immer schauen, wenn du ein neues Video veröffentlicht hast, dann die Infos zu diesem Video holen gehen, nämlich den ganzen Inhalt aus YouTube extrahieren, den ganzen gesprochenen Text, dann mit OpenAI zusammenfassen, aufbereiten, Kernaussagen hervorholen, das Ganze dann in deinem WordPress als neuen Blogartikel mit integriertem Video veröffentlichen. Wie cool ist das? Aber zuerst. Anfangen tun wir hier mit einem RSS-Modul. Du findest den RSS-Feed des YouTube-Kanals. In meinem Fall sieht das so aus. Indem du zu deinem YouTube-Kanal gehst oder zu irgendeinem. Ich gehe jetzt zu Mr. Beast zum Beispiel. Das ist nicht mein Kanal. Und View Page Source. Das sieht jetzt vielleicht schrecklich aus für dich. Interessante Dinge hier. Und hier suchst du Command F, Control F nach RSS. Und dann findest du hier einen Link. Feeds, Videos.xml, Channel. Das ist der RSS-Feed zu seinem Kanal. Das hier oben kannst du nehmen. Und das ist das, was in dieses Feld kommt. Hier dann eine Zahl 1. Du willst nur immer ein Video aufs Mal holen. Okidoki. Dann habe ich hier ein Zero-Code-Kit, um ein bisschen mehr als Zero-Code laufen zu lassen. Das braucht es nicht. Den Rest pepp ich in die Videobeschreibung unten rein, damit du diesen Code hast. Du musst einen Account machen bei Zero Code Kit und das kostet bis 25 Credits pro Monat nichts. Das heißt, wenn du jetzt nicht gerade 20 Videos im Monat veröffentlichst, dann kostet dich das Ganze nichts. Das geht jetzt über die Schnittstelle zu YouTube, um die Transkription zu holen. Transcript. Und hier nehme ich die Sprache Deutsch. Also wenn du jetzt eine andere Sprache brauchst, entsprechend hier natürlich den anderen Kürzel. Okay. Dann OpenAI, das haben wir in den letzten Videos häufig genutzt. Und zwar Systemrolle, ich habe GPT-4o, du bist Copywriterin und so weiter. So Szene setzen. Dann nimm das Videotranskript aus der nächsten Nachricht und verfasse einen Blogartikel für die WordPress-Website. Suche dafür zuerst die Kernaussagen des Videos und strukturiere daraus einen Blogartikel. Und hier kannst du natürlich diesen Prompt dann noch feinschleifen, müsste ich jetzt auch tun. Auch wieder Proof of Concept, es funktioniert. Und darauf kannst du aufbauen. Dann neue Nachricht, auch User. Videotitel habe ich aus dem Orangen. Modul direkt, dieses Feld Title, Beschreibung auch, und zwar direkt da unter RSS Fields, Media Group, Media Description, dann Value. Dann Transcript, kommt wirklich aus diesem Code-Modul, das Resultat davon. Das ist alles, was wir hier geben. Ich schreibe noch, dass ich im Resultat immer die Schweizer Schreibweise will, ohne dass
komische deutsche Doppel-S-Dingsens. Weiß nicht mal, wie man das schreiben würde auf unserer Tastatur. Dann jetzt, auch wieder wie im letzten Tutorial, JSON-File, weil ich als Resultat brauche ich ein reines, gültiges JSON, und zwar aus dem Grund, damit ich es in den weiteren Modulen als einzelne Felder dann nutzen kann und nicht nur ein großes Textfeld erhalte von OpenAI. Und so habe ich dann ein Format hier drin. Das peppe ich auch noch in die Beschreibung dieses Videos. Und das ist es. Next Token Zero. Gut. Dann hier nur das Resultat von OpenAI nehmen, parsen. Das nimmt dieses JSON-File, das die AI für mich generiert, und splittet das auf in einzelne violette Felder für die nächsten Module. Dann hole ich jetzt auch noch aus dem ersten Modul das Thumbnail. Das Thumbnail will ich hochladen in mein WordPress als Featured Bild des Artikels. Hole ich das mit diesem HTTP-Modul. Das macht ein simples Download. Und dann WordPress-Modul. Und ja, da ist eigentlich gar nichts. Ich nehme das File vom blauen Modul, dieses Bild, Thumbnail des Videos, und lade es hoch mit Title. Okay. Und jetzt die WordPress-Modul wieder, aber hier Create a Post, da Titel rein aus dem JSON. Das hat OpenAI hat einen kurzen, prägnanten Titel gemacht. Dann den ganzen Text aus OpenAI, also JSON gesplittet. Und am Schluss ein Zwischentitel im H2-Format und die URL des YouTube-Videos aus dem ersten Modul, damit WordPress dann das Video auch noch zeigt im Blogartikel. Ich definiere hier, dass es bei Beiträgen kommen soll, nicht bei Seiten. Ich habe AI vorhin auch gesagt, es soll einen kurzen Link, das ist das, was nach meiner URL, also was hinter der Domain kommt, schön vorbereitet. Ich könnte jetzt sagen, dass es unpublished sein soll oder direkt veröffentlichen. Ich könnte Draft wählen, wenn ich zuerst noch checken will, korrigieren will oder meine Assistenz das tut, könnte ich das alles zuerst nur als Entwurf veröffentlichen. Dann eben die ID aus dem letzten Modul, wo ich das Bild hochgeladen habe. Da gibt es das Resultat dann das Media Item ID, damit dieser neue Beitrag weiß, welches Bild das es verwenden soll. Alles okay. Jetzt schauen wir also, ob das Ganze funktioniert und wie gut das funktioniert. Zack, es läuft durch. Code ist jetzt am Transkription holen von YouTube. Das dauert ein bisschen. Dann AI ist jetzt dran, das zu verarbeiten. Es denkt sich was aus. Verarbeitet das als JSON-File. Und JSON hat es erhalten, da geht's schnell. Zack, ist das auf WordPress. Ich habe dazu eine kleine WordPress-Installation, weil ich nicht meine eigene Website spammen will damit. Schau bei Beiträge, alle Beiträge. Gute Nachrichten für kleine YouTuber. Okay. Ansehen. Da ist jetzt in diesem simplen Theme, das nicht jetzt sehr ausgeschmückt ist, aber das ist halt diese Seite, erstens mal einen kurzen Link gemacht. Chancen für kleine YouTuber finde ich recht okay. Gute Nachrichten, dann die digitale Welt steht nie still. Und heute bringen wir großartige Nachrichten für kleine YouTuber. Da kann ich vielleicht auch noch ein bisschen die Prompts optimieren, aber es hat da wirklich cool das Video zusammengefasst. Nicht einfach nur das Transkript rein, hier das Video integriert und alles picobello fertig für mich. How cool is that? Wenn du solche Dinge cool findest, dann gib mir einen Daumen hoch. Wenn nicht und du bis hierher geschaut hast, auch, und abonniere diesen Kanal. We will see you in the next video. Bye bye.